Ja, einen schönen guten Morgen dahin jetzt, wo Sie alle gerade sind. Und herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Mitgestalterinnen und Mitgestalter dieses dritten nun, ja, dritten Webseminars unserer berühmten Fairwärts-Reihe. Mein Name ist Stefanie Schiesel, ich bin als Business Development Manager bei TourCert tätig, Teil des Fairwärts-Teams und darf Sie heute als Moderatorin mit rollendem bayerischem R durch diesen Termin führen, gemeinsam mit meiner lieben Kollegin und Tech-Assistentin Vivien Multros. Der Fairwärts-Wettbewerb ist einigen hier bestimmt schon bekannt. Vielleicht verspüren manche auch schon erste nervöse Zuckungen in den Fingern, um sich in einer der vier Kategorien für diese Runde zu bewerben. Wir sagen am Ende noch kurz was zum Wettbewerb an sich und würden jetzt aber direkt loslegen. Bevor wir aber loslegen, würde ich gerne noch ein, zwei Punkte zum Ablauf loswerden. Wir sind jetzt bis 11:30 Uhr hier beisammen. Und keine Angst, es gibt keine Gruppenarbeiten. Sie können sich also entspannt berieseln lassen und aufnehmen. Wir nehmen ebenfalls auf. Das heißt, Sie können das im Nachgang gerne nochmal angucken oder auch weiterleiten. Wird dann auf unserer Homepage platziert, die Aufzeichnung. Wir werden jetzt dann nach der Anmoderation den Fachimpuls unserer Cradle-to-Cradle-Expertin Camilla Paschko hören. Sie anschließend dann mit rübernehmen zu einem ehemaligen Fairwärts-Gewinner eines vergangenen Fairwärts-Wettbewerbers, nämlich Holger Danneberg, um dort dann nachzuhören, wie man Kreislaufwirtschaft durchaus auch im Tourismus leben kann. Und Sie ahnen es, klar gibt es am Ende dann noch die Fragerunde, in welcher Sie direkt an die Referentinnen Ihre Fragen einreichen können, entweder per Wortmeldung oder auch gerne im Chat. Kleine Sneak Preview, um Sie schon mal heiß zu machen, sollten Sie am 5.12. noch ein Luftloch haben oder sich eins dafür schaffen wollen, können Sie schon mal den Termin Save the Daten sozusagen, da ist, glaube ich, in was sind, zwei, drei Wochen. Denn dort gibt es nämlich weiter dann mit dem letzten Webseminar zu Fairwärts mit dem Thema Gute Arbeit für alle, Brücke der Kulturen und wie wir ein interkulturelles Onboarding schaffen und globale Talente vereinen können. Genau. Später erhalten Sie zu allen bereits gelaufenen Webseminaren noch den Überblick und bekommen auch den Link in den Chat gestellt für die Aufzeichnung. Lohnt sich also durchzuhalten. Genau. Und ganz am Ende, beziehungsweise im Anschluss an das Webseminar heute, senden wir Ihnen dann eben den Link zur heutigen Aufzeichnung und das Skript natürlich auch, welches dann mit auf dem Gepäckträger liegt, sowie eine kurze Umfrage mit Bitte um Zugabe Ihres Senfes sozusagen. Also, unser Thema heute beschäftigt sich mit dem Top-Thema. Oder mit eins der Top-Themen aktuell, nämlich Kreislaufwirtschaft bzw. Cradle to Cradle. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was bedeutet jetzt Kreislaufwirtschaft, Cradle to Cradle, ist in aller Munde momentan, was kann der Tourismus hier positiv beitragen, wie kann ich da Gäste einbeziehen, dann sind Sie hier heute richtig. All das klären wir natürlich. Und das Thema ist mega breit und es kann wirklich, es muss und kann in fast allen Branchen Einzug finden. Und jetzt sind wir heute hier im Tourismus beisammen und ich denke, da können wir heute noch ganz, ganz, ganz viel mitnehmen von unseren ReferentInnen. Und wir freuen uns sehr. Vielen Dank für Ihre Eingaben. Wir freuen uns sehr, dass wir hierfür eben heute die Unterstützung an Bord haben. Liebe Camilla, ich freue mich, dass du da bist. Du bist Mitgründerin, Gesellschafterin sowie Geschäftsführerin von Wooden Valley GmbH. Und Wooden Valley ist also ein gemeinnütziges Unternehmen in Verantwortungseigentum, das sich für Forschung und Bildung in den Bereichen Kreislaufwirtschaft und nachhaltiges Bauen einsetzt. Und unser Kontakt mit Camilla kam über die Cradle-to-Cradle-NGO in Stuttgart zusammen. Zustande, meine ich. Da können Sie auch gerne mal reingucken. C2C.NGO, auch eine sehr interessante Sache. Ebenfalls haben wir Holger Danneberg überreden, gewinnen können. Er ist Firmengründer von Werkhaus, Hersteller von nachhaltigen Wohn- und Büroaccessoires, Möbeln sowie Warndisplays
und Ideengeber sowie Eigentümer des Destinatürdorfes. Und Holger zeigt eben seit Firmengründung 92 durch anschauliche Produkte und Projekte, dass ökologisches Bewusstsein auch in Kombination mit anspruchsvollen Designs kein Nischenprodukt sein muss und mit dem Naturhotel Destinatürdorf haben eben die Firmengründer von Werkhaus ihre Vision von komfortablen und komplett nachhaltig gebauten Unterkünften mitten in der Natur verwirklicht. Wir freuen uns auf beide und nun darf ich das Wort an dich, Camilla, erstmal übergeben und wünsche uns allen ein angenehmes Webseminar. Camilla, stage is yours. Dankeschön. Ich schalte schon mal ganz kurz meinen Bildschirm, teile meine ich. So, können alle die erste Folie im Groß sehen? Ja, sehr gut. So. Genau, ich teile übrigens, das muss ich noch kurz anmerken, das rollende R auch sehr gerne. Ich bin in Polen geboren allerdings und da rollt man das R auch so schön. Das fand ich Gut. gerade sehr sympathisch. So, also, mein Name ist, wie Stefanie gerade auch gesagt hat, Camilla Pasco, aber ihr könnt mich auch gerne Duzen und Mila nennen. Das ist mir am liebsten bei der Q&A-Session. Genau, und ich freue mich sehr über diese Einladung heute, über Kreislaufwirtschaft im Tourismus sprechen zu dürfen. Und da ich in meinen 15 Jahren in der Touristikbranche selten dazu eine wirkliche Gelegenheit bekommen habe tatsächlich. Und das zeigt ja auch schon so ein bisschen, wie wenig immer noch nach dem, also wie immer noch das Thema insbesondere vor Corona Beachtung geschenkt wurde. Genau, erstmal ein, zwei Worte zu mir, damit Sie oder benutzen wir eigentlich das Du oder Das also das Du, wir benutzen das Du, ganz Konferenz. Okay, ja. sicher. Genau, damit ihr einen Eindruck bekommt, warum es für mich so spannend und sinnvoll ist, über Kreislaufwirtschaft im Kontext des Tourismus sprechen zu dürfen. Ich habe nämlich im Grunde die beiden Stränge Tourismus und Nachhaltigkeit immer parallel verfolgt und so habe ich auch den Tourismus auch schon immer sehr kritisch aus der Brille einer Nachhaltigkeitsenthusiastin betrachtet. Das heißt, ich habe sowohl eine klassisch touristische Ausbildung gemacht, wie man hier kurz sehen kann, als auch eine in der Nachhaltigkeit und Bildung und habe zudem auch ehrenamtlich, wie eben auch schon von Stefanie erwähnt, in der Cradle-to-Cradle-NGO, aber auch schon vorher viele Projekte unterstützt, die mit Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit zu tun hatte, und auch selber konzipiert und umgesetzt. Und daher möchte ich heute vor allem, mit dem Konzept, Cradle-to-Cradle alle ein bisschen abholen. Genau, kurz zur Agenda. Ich möchte das Konzept der Kreislaufwirtschaft und des konsequenten Ansatzes eben mit Cradle to Cradle vorstellen. Von hier aus gleiten wir dann gleich in die Ziele für nachhaltige Entwicklung, weil die eigentlich auch sehr eng damit zusammenhängen, beziehungsweise aufeinander einspielen auf Cradle to Cradle und andersrum. Und warum diese Themen wichtig sind und inwiefern die Umweltauswirkungen des Tourismus eben auch durch die SDGs gut sichtbar werden, um sie dann gezielt angehen zu können und vor allem natürlich auch wie. Hiernach schauen wir uns dann ein paar Beispiele aus der Praxis an und betrachten die Frage auch kurz, welche politischen Rahmenbedingungen schon im Kleinen wirken können, aber auch natürlich im Großen. Und dann gibt es noch ein paar Ideen, wie Reisende in nachhaltige Praktiken einbezogen werden können, die mit Cradle to Cradle auch zu tun haben. Ja, subtil oder offensichtlich, das schauen wir uns dann an. Und dann gibt es natürlich die Q&A-Session nach Holgers Vortrag. Ups. Genau. Das, was hier irgendwie sehr kompliziert aussieht auf dem Bild, ist eigentlich keine Raketenwissenschaft, aber es wird gerne so dargestellt, sondern ist konkret ein Wirtschaftsmodell, das einfach darauf abzielt, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, ressourceneffizient und eben auch suffizient zu nutzen und Abfall auf ein Minimum zu reduzieren. Ich glaube, jedem ist auch der Begriff der Kreislaufwirtschaft schon über den Weg gelaufen. Im Zentrum dieses Konzeptes steht die Idee, dass Ressourcen einfach in geschlossenen Kreisläufen gehalten werden sollen, anstatt sie nach einer einmaligen Verwendung wegzuwerfen. Wer hier mal viel tiefer einsteigen möchte, dem kann ich die Ellen MacArthur Stiftung ans Herz legen.
der Thought Leader, also Vordenkerin der Circular Economy, publiziert hier jede Menge Wissen, Best Practice Beispiele, Videos, Podcasts, die sehr interessant sind. Und vor allem macht diese Seite und diese Infos Mut, selbst aktiv zu werden, sowohl niederschwellig als auch sehr fortgeschritten. Die Kreislaufwirtschaft ist also auf jeden Fall ein Konzept, das in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat. Und es stellt eben diesen Paradigmenwechsel in der Art und Weise dar, wie wir Ressourcen nutzen, eben Abfälle minimieren bzw. behandeln und nachhaltige Praktiken in verschiedenen Wirtschaftszweigen fördern können. Ein eigenständiges Konzept der Kreislaufwirtschaft, also es gibt schon eben einen kleinen Unterschied, ist die konsequente Denkschule von Cradle to Cradle. Abgekürzt sagt man auch oft C2C, das werde ich jetzt auch benutzen, weil es dann ein bisschen schneller geht von der Zunge. Genau, und C2C, was übersetzt so viel bedeutet wie von der Wiege zur Wiege, beschreibt ein Designprinzip in erster Linie für die Gestaltung von Produkten oder eben auch Herstellungsprozessen, die wie gesunde ökologische Systeme funktionieren. Also alle Ressourcen, die ich benutze, sollen zyklisch genutzt werden und hierbei wird dann zwischen zwei Kreisläufen unterschieden. Zum einen im biologischen Kreislauf sind die genutzten Materialien auf biologische Weise auch abbaubar natürlich und lassen sich ins ökologische System zurückführen. Ein gutes Beispiel ist also zum Beispiel im Hotelbetrieb, wären zum Beispiel Naturfasern von Teppichen oder Cradle-to-Cradle-zertifizierte Teppiche ein Thema oder biobasierte Reinigungsmittel und Kunststoffe. Und im technischen Kreislauf werden die verwendeten Materialien während der Nutzung eben nicht verbraucht, sondern in gleicher, und das ist ganz wichtig, und verbesserter Qualität wiederaufbereitet und um halt eben in einem neuen Produkt wiederverwendet werden zu können. Also auch Metalle, Chemikalien, Kunststoffe basierend auf Erdöl lassen sich tatsächlich auch in diesem Kreislauf häufig wiederfinden, wenn sie nicht mit dem biologischen Kreislauf in Berührung kommen. Und hier könnten wir zum Beispiel im Hotelbetrieb an die Waschmaschinen denken. Diese könnten zum Beispiel in Zukunft, und das Modell gibt es auch schon, nicht eingekauft, sondern nur die Nutzung des Waschens gekauft werden. Also sogenannte Product-as-a-Service-Produkte. Und so behalten die Herstellerinnen ihre Materialien und können durch die modulare Bauweise ihrer Maschinen die Einzelteile wiederverwenden, wenn sie die Waschmaschinen natürlich wieder wirklich zurücknehmen. Genau, darüber hinaus gibt es noch fünf Kriterien, die für C2C-Produkte eingehalten werden müssen. Und auf die gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Die C2C-NGO hat da sehr viel Wissen zur Verfügung. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal auf die Seite zu gehen. Aber diese fünf Kriterien in Kürze sind Materialgesundheit eben, die Produktzirkularität, erneuerbare Energien, also auch der Verbrauch und Gebrauch, Wasser- und das Bodenmanagement. Und last but not least, die soziale Verantwortung im Sinne von Vielfalt und Inklusion. Genau. Wenn wir uns nun den Tourismus anschauen, wie dieser Kreislauf wirtschaftlich funktionieren könnte, scheint es ja erstmal recht schwierig, das sofort in diese beiden Kreisläufe zu überführen. Daher ist es manchmal tatsächlich einfacher, sich zunächst die Ziele für nachhaltige Entwicklung anzuschauen und sich zu fragen, wo spielt hier der Tourismus welche Rolle? Also was kann er zu den Zielen beitragen oder wo ist er zurzeit noch kontraproduktiv? Denn die SDGs zahlen in letzter Instanz immer eigentlich auch auf die Kreislaufwirtschaft ein und auch in vielen Punkten auf Cradle to Cradle. Das heißt, ich denke, die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind wahrscheinlich allen bekannt. Wenn nicht, diese wurden 2016 von der UN als politische Zielsetzung vorgeschlagen, die eben weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Der offizielle deutsche Titel ist übrigens Transformation unserer Welt. Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Und für mich bedeutet das doch, dass eine so große und globale Branche wie der Tourismus sich diese Ziele ja auch vornehmen müsste, wenn wir bis 2030 wirklich was erreichen wollen hier. Und ich möchte hier noch was anmerken, was erstmal vielleicht kritisch klingt, aber es
muss genannt werden, nach einem Statusbericht von 2020, glaube ich, wurde festgestellt, dass die Umsetzung der SDG-Ziele bis jetzt noch sehr zögerlich sei, es immer noch viele kontraproduktive Anreize gäbe, vor allem auch von der Politik, und die SDGs verlören an Bedeutung. Daher ist es umso wichtiger, dass wir uns denen noch mehr widmen, finde ich. Und ich kann das auch total gut nachvollziehen, denn es braucht ja schon eine tiefe Auseinandersetzung mit den Zielen, um überhaupt zu verstehen, wie die Umsetzung aussehen könnte in der Praxis. Und diese Auseinandersetzung setzt auch wieder Motivation voraus. Und die Motivation in unserer Gesellschaft ist zurzeit aber sehr schwer zu finden, weil die Medien uns eigentlich nur mit schlechten Nachrichten zuschütten, statt mit Lösungsansätzen oder zumindest kreativen Impulsen für ein bisschen mehr Spaß an der Sache. Und daher spreche ich heute lieber darüber, wie der Tourismus positiv wirken kann, natürlich, als über die Teile, wo er kontraproduktiv ist. Genau, wenn wir uns den Tourismus anschauen, dann sind es ganz klare Handlungsfelder, die wir alle in den SDGs wiederfinden, wie eben die wirtschaftliche Bedeutung, die zum Beispiel mit SDG 8 zusammenhängen kann. Der Klimawandel und die Umweltauswirkungen, beziehungsweise positiv formuliert, die Ressourcenvielfalt und die Klimapositivität. Hier sind viele SDGs wie 6, 14, 15 und 13 zum Beispiel sehr relevant. Die kulturelle Erhaltung hängt natürlich mit SDGs 11, 10 und 4 zusammen. Die sozialen Auswirkungen vom Tourismus beziehen sich unter anderem auf SDG 1 und 5. Und die globale Vernetzung ist natürlich maßgeblich mit SDG 17 verknüpft. Kreislaufwirtschaft ist also nicht nur ein Konzept für das produzierende Gewerbe, sondern auch ein Konzept im Dienstleistungssektor und somit eben im Tourismus. Und die zirkulären Ansätze bieten hier wirklich effektive Möglichkeiten, natürliche Ökosysteme, von welchen ja der Tourismusbetrieb ja auch dolle abhängt, zu regenerieren. Und wir bekommen hier wirklich umfassende Chancen, Ressourcen entlang der gesamten ja, touristischen Wertschöpfungskette und damit eben auch Kosten einzusparen, um neue Umsatzströme zu generieren. Und Tourismusbetriebe können an der Schnittstelle zwischen Lieferanten und Konsumenten eben auch eine ganz einflussreiche Multiplikatorenrolle einnehmen zur Sensibilisierung und Umsetzung. Der Tourismussektor hat also deutliche Auswirkungen auf mehrere der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und es gibt schon, wie wir wissen, viele touristische Anbieter, die sich diesen Auswirkungen bewusst annehmen, sie auch benennen und sichtbar machen, was wir gleich nochmal sehen werden. Für diese Sichtbarmachung oder das Bewusstsein über meine Möglichkeiten brauchen wir aber auch die richtigen Fragen, finde ich. Ich würde mich jetzt zum Beispiel bei der wirtschaftlichen Bedeutung, also wie kann die Circular Economy im Tourismus also konkret wirken und umgesetzt werden, wäre die Frage, worauf sollte ich achten, wenn ich nach nachhaltigen Angeboten suche und diese meinen Kunden vorstelle? Was sollte zum Beispiel auf der Homepage oder anderen Informationsquellen ersichtlich sein? Genau, wenn wir über wirtschaftliche Bedeutung im Tourismus sprechen, kann es um lokale und regionale Wertschöpfungsketten gehen. Also setzen die Betreiberinnen zum Beispiel auf lokale Lieferanten und Produzenten. Oder bieten sie Lebensmittel und Produkte an, um Transportwege, regionale meine ich, Lebensmittel und Produkte an, um Transportwege zu minimieren und eben die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Nutzen sie zum Beispiel Plattformen für Carsharing oder Unterkunftsvermietung und gemeinsame Nutzung von Aus, also unterstützen sie die gemeinsame Nutzung von Ausrüstung zum Beispiel, die es Reisenden ermöglicht, vorhandene Ressourcen zu teilen und damit den Bedarf an neuen Produkten zum Beispiel zu reduzieren. Und all diese Maßnahmen, die ich gerade oder die Fragen, die ich gestellt habe, würden nämlich gleichzeitig wieder auf die Kriterien von der Cradle-to-Cradle-Denkschule einzahlen. Wie hängt der Tourismus konkret eben mit dem Klimawandel zusammen? Beziehungsweise wo sind die Einflussfaktoren? Hier würde ich fragen, findet der Einsatz von wassersparenden Technologien, wie zum Beispiel wassersparende Duschköpfe oder Bewässerungssysteme mit Tropfbewässerung statt? Also findet ein effizientes Wassermanagement im Betrieb statt, die Wiederverwendung von Wasser und der Schutz der Wasserquellen statt? Oder trägt der die Anbieterin zur Entwicklung von Wasserinfrastrukturen bei, einschließlich
der Verbesserung von Wasserversorgungs- und Abwassersystemen, die nicht nur Touristen, sondern eben auch die örtliche Bevölkerung unterstützen. Und werden die Reisenden über den Wert von Wasserressourcen und die Notwendigkeit des Wasserschutzes informiert, wo wir bei der Sensibilisierung wieder wären. Dann gibt es Fragen natürlich zu SDG 11 und 13 und 12, also welche digitalen Lösungen zur Verbesserung des Ressourcenmanagements, zur Überwachung des Energieverbrauchs in einem Hotel oder zur Förderung nachhaltiger Transportmittel eingesetzt werden. Auch das ist noch ein großer Sektor, der viele, viele Möglichkeiten hat. Oder nutzen Hotels und andere Unterkünfte beispielsweise energieeffiziente Technologien, um erneuerbare Energien energieeffiziente Technologien, genau, und erneuerbare Energien, um ihren Verbrauch halt selbst zu senken. Also auch das kann ja gemessen werden. Dann wären wir beim Thema Abfall wieder. Ergreifen Hotels Maßnahmen, um Abfälle zu reduzieren, zu trennen und zu recyceln, aber noch viel wichtiger vielleicht darauf auch wieder neue Nährstoffe zu machen. Gibt es zum Beispiel die Bereitstellung von Recyclingbehältern für Gäste, die Verwendung von wiederverwendbaren Verpackungen oder die Zusammenarbeit mit lokalen Recyclingunternehmen? Und wie wird eigentlich mit Lebensmitteln umgegangen? Also gibt es Strategien wie zum Beispiel lieber mal eine Menüauswahl oder Rezepte, die auf lang haltbaren und natürlich konservierbaren Inhaltsstoffen beruhen. Damit hat man auch schon einen großen Hebel und wird versucht, verpackungsfrei einzukaufen. Genau. Dann haben wir die Fragen, setzen die Hotels beispielsweise auf langlebige Möbel, also alles, was die Inneneinrichtung angeht, das sehen wir später auch noch in den Best-Practice-Beispielen, was da möglich ist, und auf Ausstattung, und geben Sie den Gästen auch die Möglichkeit, also das Einfachste, was man machen kann, Handtücher und Bettwäsche mehrere Male zu verwenden, bevor sie gewaschen werden. Das heißt, insgesamt achten im Sinne von Cradle to Cradle die Betreiberinnen beim Kauf von Produkten in ihren Hotels oder Pensionen etc. auf Wiederverwendung, Reparatur und Recycling, also ist das irgendwie im Fokus, und haben die Eigentümerin, und da gibt es auch nochmal einen großen Hebel, wenn man selber baut, beim Bauen der Unterkunft zum Beispiel schon gesunde und recycelbare Materialien oder modulare Bauweisen benutzt. Ich weiß, es sind 1000 Fragen auf einmal, aber wir kommen gleich zum Punkt. Die drei letzten Handlungsfelder im Tourismus, also soziale Auswirkungen, die kulturelle Erhaltung und globale Vernetzung, habe ich bewusst zusammengelegt, weil sie sich hier sehr überlappen und natürlich auch gegenseitig bedingen. Und hier fragen wir uns, wenn wir uns auf die SDGs und Cradle to Cradle beziehen, zum Beispiel unterstützen die Unterkünfte lokale Lieferantinnen und Produzentinnen, um Arbeitsplätze in der Region zu erhalten? Und werden die Gäste, Mitarbeiterinnen, aber auch natürlich andere Stakeholder, die mit dem Betrieb zu tun haben, über die Prinzipien und Vorteile der kreislaufwirtschaftlichen Ansätze überhaupt informiert? Also wird darüber gesprochen? Gibt es Angebote auch von den Unterkünften zu Bildungsprogrammen, vielleicht für die Region, aber auch tatsächlich für Gäste? Schulungen und Informationsmaterialien natürlich für die Mitarbeiterinnen, die das Bewusstsein eben für nachhaltiges Verhalten nochmal schärfen und die es immer wieder in den Tagesablauf bringen. Und darüber hinaus gibt es natürlich ein Angebot für nachhaltige kulturelle Aktivitäten und Erlebnisse, die eben die lokale Kultur unterstützen und natürlich auch gleichzeitig den Tourismussektor diversifizieren. Ich wollte ein anderes Wort benutzen, aber genau. Und auch hier spielen all diese SDGs und diese Fragen auf das Kriterium bei Cradle to Cradle der Vielfalt und Inklusion ein. Ich glaube, dass wie sind wir in der Zeit, Steffi? Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich hätte nicht. Gut. Ist jetzt so die Hälfte rum ungefähr? Also du hast locker bis 40 Zeit. Ah ja, also okay, alles klar. Bestimmt noch 10 Minuten.
Also, ich glaube, dass diese Fragen, die ich alle gerade gestellt habe, Holger und sein Team sich auch gestellt haben, vielleicht nicht auf ganz so komplizierte Weise, sondern bei einem netten Gespräch. und aus den Antworten ist dann sicherlich irgendwann auch Destinator oder, Holger, du musst mir sagen, wie man es nun richtig ausspricht. Ich bin Destinator, sagen wir, aber ja. Da unten kann man schon mal, so an der französischen Grenze, kann man schon mal Destinateur sagen. Also das ist kein Problem. Ja, ich habe schon alle Varianten gehört, deswegen war ich auch verunsichert. Genau. Daraus ist dann sicherlich Destinator geboren. Und ja, mein Favorite Best Practice, und zusätzlich bin ich natürlich großer Freiluft-Fan, ist das Bed to Go. Ja. Auf der Homepage steht es so schön beschrieben, glaube ich, wenn man sich von der Matratze schwingt, steht man direkt schon auf der Wiese. Oder wenn man Zelten toll findet, aber mal den Komfort eines Betts braucht, dann ist man hier genau richtig. Und da habe ich mich so abgeholt gefühlt. Also ab einem gewissen Alter dann. Ja. Genau. Das mit der Matratze, nee, das, ja, genau. Mehr dazu erfahren wir dann später von dir. Ja. Genau. Und nachdem wir uns also diese unzähligen Fragen gestellt haben, fragt ihr euch sicherlich, wer setzt denn diese Sachen schon um und wie? Und daher habe ich heute Beispiele aus natürlich meinen privaten Erfahrungen mitgebracht, auch etwas aus dem touristischen Großkonzernbereich, sowie auch ausländische Beispiele. Und mein nächster persönlicher Liebling ist hier das Gut Boltenhof in Brandenburg, zum Beispiel. Das Gut bevölkern zum Beispiel zahlreiche Tiere, wie die seltene, muss ich mir aufschreiben, Fleckvieh- und Limousin-Mutterkuhherde, für die eben ausschließlich im ökologischen Landbau genügsamer Winterroggen und Kleegras angebaut wird. Und das sage ich extra, weil die Tierchen tragen also zum nachhaltigen Konsum quasi bei und zahlen auf SDG 8 und 12 ein. Und die Geschichte vom alten Rittergut, das war mal eben ein altes Rittergut, wurde hier so wunderbar aufgearbeitet, wo wir beim Stichwort kulturelle Erhaltung sind und Vielfalt. Darüber hinaus fördert das Gut die lokale Wirtschaft mit einem Projekt, das heißt das Brandenburger Zimmer. Also eins der Hotelzimmer wurde von der Produktdesignerin Bernadette Wüchner umgestaltet und zusammen mit Brandenburger Handwerkern und Manufakturen sind so Einrichtungsgegenstände mit sehr regionalem Bezug entstanden. Genau, und das sind so die paar Kriterien, die es für mich zu einem Ort machen, das auf jeden Fall ja, Nachhaltigkeit, Vielfalt und eben die kulturelle Einbindung sehr leben. Als ein weiterer Vorreiter für nachhaltige Entwicklung und eben auch soziale Verantwortung in der Schorfheide vereint das Schlossgut Finofurt gemeinsames, ökologisches, das muss ich jetzt ablehnen, verantwortungsvolles Wirtschaften mit einem Hotel, aber eben auch mit modernen Arbeitsplätzen, also Thema Coworking auf dem Land und generationenorientiertem Wohnen auf dem Land. Also inmitten der Natur entsteht hier ein Ort eben für Kreativität, für Wohlbefinden, für die Zusammenkunft, der Mensch und Natur und Kultur in den Mittelpunkt stellt. Und die historischen Gebäude auf diesem kompletten Grundstück werden jetzt revitalisiert und eben von vornherein durch sehr innovative Neubauten gucken. Jetzt. Ein paar Beispiele, genau. Neubauten ökologisch quasi gebaut und ich habe mir notiert, was sie alles machen. Deswegen, die haben also Erdsonden, Solarenergie, Wärmepumpen und E-Mobilität sind die Hauptfokusthemen. Und dazu mit diversen Veranstaltungen und als Treffpunkt für Menschen mit gemeinsamen Werten wie eben Nachhaltigkeit und Gemeinschaft ist eben dieses Schlossgut ein tolles Vorzeigeprojekt für einen ganzen Verein, der nennt sich Zukunftsorte. Und dieser Verein setzt sich für die Entwicklung solcher Orte zusammen mit ja, lokalen Gemeinden ein. Also wer da nochmal forschen möchte, herzlichst eingeladen, sich diese Orte anzugucken unter, ich glaube, den Link können wir nachher teilen. Dann habe ich ein Beispiel aus Dänemark mitgebracht. Das Green Solution House in Dänemark positioniert sich selber als lebendes Circular Economy Labor sogar.
Das Vier-Sterne-Hotel mit Konferenzzentrum verfolgt ja auch einen sehr ganzheitlichen, nachhaltigen und kreislaufwirtschaftlichen Ansatz mit also Fokus nahezu auf alle Aspekte des Hotelbetriebs. Das heißt, einige Ansätze sind eine eigene Pyrolyseanlage, die eben organische Abfälle in Strom und Wärme verwandelt. Das ehemalige Schwimmbad wurde als hochisolierter Energiespeicher für überschüssige Wärme umfunktioniert. Und durch eine App können Gäste auf Daten zum eigenen Energieverbrauch sogar zugreifen, um halt hier auch nochmal quasi auf das Thema Sensibilisierung einzugehen. Im Spa-Bereich wird die natürliche Wiederaufbereitung von 500 Liter Grauwasser pro Tag erlebbar gemacht. Wie es erlebbar gemacht wird, da bin ich nicht dahinter gekommen, aber das könnte man auch mal weiter recherchieren. In Österreich gibt es weltweit, glaube ich, das erste und soviel ich auch weiß, das einzige ist die G-Hotel, das Boutique-Hotel Stadthalle in Wien. Hier habe ich jetzt keine detaillierten Beispiele rausgesucht, da man sich hier wirklich die ganze gesamte Homepage zu Gemüte führen sollte. Also die gehen wirklich, glaube ich, auf jedes SDG einzeln ein. Und das Schwarzwald-Panorama Hotel, was sich aber nicht nur eben Hotel nennt, sondern auch ein Campus darstellt, hat ein Circular Living Konzept, sodass die Zimmer tatsächlich, und da musst du mir sagen, Steffi, ist das nur ein Zimmer oder sind das mehrere Zimmer? Das konnte ich nicht rausfinden. Ja, kann ich kurz ergänzen? Ja. Das war ja der Betrieb, wo ich vor Tour sehr tätig war als CSR-Managerin und natürlich daher großer Fan bin immer noch, unter anderem, weil wir eben angefangen haben, vor 2 Jahren die Zimmer zu renovieren. Also das Ziel ist, dass alle Zimmer auf allen 4 Etagen nach dem Circular Living Konzept renoviert werden und momentan. Soviel ich jetzt den letzten Stand habe, ist die oberste Etage und jetzt eben die dritte Etage momentan in the making. Aber genau, man kann die Zimmer schon buchen, läuft und wird sehr, sehr gut angenommen. Sind Cool. wunderschön geworden. Ich war echt begeistert. Genau, darüber hinaus Ja. haben wir auch einen riesengroßen Garten, wenn ich das richtig verstanden habe, der Biodiversität auch wirklich ganzheitlich fördert. Naturkosmetik, bester Qualität sowie Ladestation für Elektroräder. Was mir auch besonders gut gefallen hat, dass sie das Ganze nicht nur auf Produkte reduzieren, sondern eben auch nachhaltig konzipierte Hochzeitsarrangements machen, also die Veranstaltungen da auch inbegriffen sind, dass die nachhaltig gestaltet werden oder Meetingoptionen. Genau. Also es beweist einfach, dass hier ein sehr ganzheitlicher Ansatz schon bestens funktioniert. Auch die Iberostar-Gruppe darf man im Kontext der Kreislaufwirtschaft auch erwähnen, auch wenn ich immer ein bisschen skeptisch bin bei großen Konzernen, weil hier der Prozess natürlich viel langwieriger wird, weil nicht von Anfang an eben auf Kreislaufwirtschaft gesetzt wurde und es sich, ich glaube, über 100 Hotels in 16 Ländern handelt. Wir wissen, vor was für eine Aufgabe man dann steht. Die Gruppe hat aber einen Fahrplan erstellt, um bis 2025 abfallfrei und bis 2030 klimaneutral zu werden. Und dazu zählt zum Beispiel die Dekarbonisierung des Betriebs und der Lieferkette und die Regeneration natürlicher Ökosysteme. Also so sind, glaube ich, 25% ihrer Ressortflächen in der Dominikanischen Republik zum Beispiel für Wiederbegrünung vorgesehen. Und sie haben die Regel, dass für jede durch Gebäude beanspruchte Bodenfläche eine dreimal so große Fläche durch Mangroven wieder begrünt wird. Also das wären jetzt so konkrete Beispiele, wie dieser Fahrplan umgesetzt werden soll. Genau, generell für viele weitere großartige Best-Practice-Einblicke empfehle ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich schon habe, immer die Good Travel-Seite. Mit sehr ja, handverlesenen Orten für nachhaltiges Reisen, aber auch vor allem der Blog gibt immer wieder tolle Inspirationen aus verschiedenen Perspektiven. Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk-Tipp hier, Good Place for Good People, das Buch, kann ich sehr empfehlen. Und es gibt natürlich außerdem auch ganze Destinationen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie für den Tourismus entwickelt haben und sogar schon in der Umsetzung sind. Hier sind einige Beispiele, aber ich glaube, ich würde tatsächlich aufgrund der Zeit jetzt nicht im Detail darauf eingehen und die Präsentation wird sicherlich auch geteilt im Nachhinein.
Genau. Dann wollten wir uns kurz der Frage stellen, welche politischen Rahmenbedingungen können eben auch zur Orientierung helfen, statt eben auch nur als Reglementierung gesehen zu werden. Also wir haben die Rücknahmepflicht, mit der wir schauen können, dass eben elektrische Geräte im Hotelbetrieb von den Herstellerinnen wieder zurückgenommen werden, eben zur Wiederverwendung, statt vielleicht falsch recycelt zu werden. Wir haben die Mehrwegpflicht, die uns vielleicht dazu motivieren kann, zu schauen, welche Lieferungen anders oder weniger, welche Lieferanten anders oder weniger verpacken. Und wir können uns die Auswirkungen von Lebensmitteln, Überproduktion oder dem Angebot von Buffets näher anschauen. Also hier steckt auch ein großer ökonomischer Vorteil drin, neben der Chance natürlich Lebensmittel zu retten und noch anderen Verwertungen zur Verfügung zu stellen. Wer dafür Inspiration sucht, findet mittlerweile zahlreiche Institutionen und Organisationen, die auch Lösungen und Wege zeigen, die mir dabei helfen, die richtigen Hebel eben in meinem Betrieb zu finden. Die Organisationen wie die eben C2C-NGO oder Zero Waste sind bestens aufgestellt, was eben Wissenstransfer angeht. Man kann sie teilweise auch sogar mittlerweile einladen, um gemeinsam Wege zu erarbeiten, oder man lässt sich mit anderen Unternehmen vernetzen aus dem Netzwerk, die eben bereits Praxisbeispiele haben. Und darüber hinaus erhält man hier auch natürlich glaubwürdige Sichtbarkeit als nachhaltig orientiertes Unternehmen, wenn man in diesen Netzwerken sich zusammentut. Und genau, wenn man sich vom Kleinen ins Große, also man kann sich vom Kleinen ins Große bewegen, und schon auf sehr niederschwelliger Ebene sind auch schon viele Möglichkeiten vorhanden, einen großen Beitrag zu leisten, indem die Lösung, die man ja selber anbietet als Gastgeber, von zahlreichen Gästen und Kundinnen weitergetragen werden. Also von biologisch abbaubaren Kaffeekapseln, wobei ich persönlich immer eher auf Slowfilter-Kaffee stehe, aber ich habe diese jetzt gerade auch probiert und sie waren lecker. Also es geht rein um den Geschmack. Über Schreibwaren aus Samenpapier oder anderen nachhaltigen Alternativen oder zum Beispiel mehr veganen und vegetarischen Optionen im Menü oder dem Kork-Recycling. Also allein wenn man nachhaltige Tipps für den Tourismus in Ecosia eingibt, erhält man schon eine riesen Bandbreite von Optionen. Genau. Und das habe ich nun mal so beigefügt. Und im letzten Punkt, also was können wir tun, damit wir halt Reisende in nachhaltige Praktiken auch mit einbeziehen, beziehungsweise wonach fragen Kundinnen vielleicht schon, die nachhaltig orientiert reisen? Meistens sind das ja Dinge, wie wir sie hier von Fairway zusammengefasst sehen. Da habe ich eine Quelle benutzt, weil ich diese Aufstellung ganz gut zusammenfassend fand. Was heißt zum Beispiel miteinander aktiv sein? Also, damit ist ja der Bezug zum Lokalen gemeint. Wo finde ich zum Beispiel Kochkurse mit Locals oder lokale vegetarische Ernährung? Wo gibt es Übernachtungen in Familienpensionen oder nachhaltigen Unterkünften? Und was heißt es eigentlich, Respekt vor der hiesigen Kultur wahren? All diese Punkte wären quasi unter dem Aspekt miteinander aktiv sein zu finden. Und dann gibt es die Frage, wie kann ich mich selbst engagieren? Oder wenn man, also was bedeutet füreinander einstehen in der Tourismusbranche? Also es gibt wirklich schlimme Fälle von, ich werde Zeugin von Verletzung von Menschenrechten. An welchen geeigneten Stellen kann ich mich zum Beispiel melden? Also gibt es die lokale Polizei oder nationale oder internationale Menschenrechtsinstitutionen, die ich erreichen kann? Und ist natürlich ein unangenehmes Thema, aber es ist wichtig, das im Kopf zu behalten, dass man das melden kann und dass es da halt eben die richtigen Ansprechpartnerinnen vor Ort auch immer gibt. Weiterer Punkt wäre natürlich die Sensibilisierung der Reisenden für Themen wie das Kaufen von gefährdeten oder empfindlichen Arten aus Flora und Fauna. Das wissen wir sicherlich alle. Genau. Und für die Umwelt beim Reisen kann ich den Kunden natürlich plastikfreie Safaris anbieten oder den Verzicht auf Elefantenreiten erklären. Warum ist das vielleicht nicht die beste Idee? Ich kann eine klimafreundliche Reiseanreise empfehlen, also zum Beispiel natürlich mit der Bahn und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel unterstützen.
Ich kann aber auch den Reisenden vorschlagen, in der Nebensaison, zu reisen. All das zahlt halt im Endeffekt wieder auf unsere SDGs ein. Als Reisender kann ich natürlich zudem nach Mülltrennungsoptionen fragen, das Thema, was wir vorhin hatten schon. Auch wenn das Land vielleicht noch kein Recycling-System hat, es sensibilisiert ja trotzdem, wenn man nachfragt. Und last but not least, ich kann mit der Buchung eines Direktflugs zum Beispiel 50% der CO2-Emissionen sparen gegenüber einem Flug mit vielen Zwischenstopps. Genau. Alte Statistik von Booking.com, also ich glaube von 2017, aber es gibt zahlreiche neue und ich glaube, dass sich die Zahlen sogar noch verbessert haben. Worauf ich hier hinaus will, es lohnt sich auch ökonomisch, nicht nur ökologisch und sozial, all diese Aspekte im Hinterkopf zu behalten. Und ich denke, Holger kann dazu vielleicht auch noch mehr sagen. Es gibt noch ein schönes Abschlussbeispiel von der C2C-Denkschule. Da wollte ich Sie ganz kurz nochmal auf eine Kopfreise mitnehmen. Stellen Sie sich einfach mal einen Kirschbaum vor. Dr. Michael Braungart, einer der Begründer des Konzepts, hat dieses Beispiel schon seit den 80ern vorgestellt, aber viele tragen dieses Beispiel weiter. Stellen Sie sich diesen Kirschbaum einmal im Frühling vor. Ich kann das besonders gut, weil ich 10 Jahre lang einen direkt vor meinem Fenster stehen hatte. Und stellen Sie sich vor, wie der Baum so viele Blüten und Blätter produziert, die irgendwann eben zu Boden fallen. Und dieser Abfall ist dann kein Müll, weil er zu Humus wird und damit zu Nährstoff für den Boden. Und das ist nicht nur ein Mehrwert, den der Baum für die Umwelt hat. Er ist zudem natürlich Schattenspender, Luftverbesserer, Lebensraum, Wasserspeicher und so weiter. Und Herr Braungart hat sich also damals gefragt, als er über Cradle to Cradle zum ersten Mal geschrieben hat, warum können wir Menschen nicht so tolle Produkte wie die Natur herstellen? Und daher basiert der Ansatz des positiven Fußabdrucks eben auf dieser Idee, dass wir Menschen Teil der Natur sind und ihr nicht zuwiderhandeln. Danke. Schöner Abschluss, Super. Camilla. Sehr Thank you. gut. Hast uns sehr schön durchgeführt, abgeholt von der Definition bis zum Überleitung SDGs, Tourismus und Best Practices. Also klasse gemacht. Vielen Dank, Camilla. Das war wirklich sehr beeindruckend, wie wir mit unseren Entscheidungen, die wir ja auch im Tourismus täglich treffen, zu den SDGs und zur Kreislaufwirtschaft beitragen können und was auch Kreislaufwirtschaft in diesem Zusammenhang bedeutet. Prima, du hattest vorhin gesagt, vom Kleinen ins Große, das gefiel mir sehr gut, denn das ist eben oft auch die Hürde, einfach anzufangen. Viele haben Ängste, weil sie glauben, sie müssen jetzt irgendwas mega krasses, das Rad neu erfinden. Aber es gibt die Best Practices, es gibt mega viel, wie du gezeigt hast und jetzt auch im Chat eingestellt wurde, mega viele Plattformen, die helfen. Also man könnte überfordert sein, wenn man sich hier das Ziel zu hoch setzt. Aber ich sage auch immer tatsächlich, das Beginnen und das Anfangen ist hier wirklich die einzige Lösung. Und dann kommt man eben, wie du sagtest, vom Kleinen auch sehr schnell ins Große. Okay, jetzt würde ich auf jeden Fall noch zu Holger direkt überleiten, der uns von seinem Herzensprojekt und Business Destinatur erzählen wird. Also auch schön hier ökologisch und ökonomisch die Verbindung. Ein nachhaltiges Hüttendorf. Und auf Google findet man Glamping im nachhaltigen Tiny House, Outdoor Wellness in Saunen, beheizbaren Badezubern, Bio-Bistro. Also Holger, das klingt nach einem Traumurlaub in der Natur. Bitte klär uns auf. Ja, erstmal moin zusammen. Das ist ja immer wieder spannend, wenn man rauskommt und solche anderen Sachen anhört. Mila, du hast ja dann super Präsentation gemacht. Ich muss mich dafür erstmal entschuldigen. Also wir haben da schon ganz früh angefangen. Meine Eltern haben 73 auf Bio umgestellt und irgendwie haben sie es so gut gemacht, dass wir mitgegangen sind und unsere Kinder sind jetzt auch mitgegangen und unsere Enkelkinder. Da wissen wir noch nicht, ob sie mitgehen. Die kriegen auf jeden Fall Bio-Essen.
Und bei uns ist das so ein bisschen anders, weil wir die ganzen Sachen so automatisch gemacht haben. Also insofern muss ich mich entschuldigen, das sieht dann immer so großkotzig aus. Wir haben ja eine Firma mit 150 Mitarbeitern, Werkhaus, und stellen ja Büroablagesysteme her. Und wir sind selber das ganze Leben Fahrrad gefahren, waren campen und so weiter. Und daraus hat sich dann so eine Idee entwickelt, jetzt nochmal was zu machen, so wie man sich das am besten vorstellt. Wir sind natürlich da durch die Radwege geradelt und haben natürlich auch so ein paar nicht so schöne Sachen gefunden. Und wir haben gedacht, wir machen das jetzt mal so, wie wir uns das vorstellen. Und weil wir jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten sind im Alter, haben wir das auch sehr konsequent gemacht. Also wir haben das eigentlich alles, was du da aufgeschrieben hast, schon eingehalten. Also ich weiß auch nicht, wie man das dann immer so hinkriegt, aber es ist trotzdem ein wahnsinnig schwieriger Weg, an dem wir wahrscheinlich auch schon gescheitert wären, wenn wir nicht ein Gästebuch ausgelegt hätten. Und in diesem Gästebuch, da schreiben die Leute so begeistert über uns, dass wir gar nicht anders können. Wir müssen das jetzt weitermachen, weil wir waren das natürlich alles nicht gewohnt. Wir haben ja noch nie Tourismus gemacht, wir haben noch nie Roomservice organisiert, wir haben noch nie ein Bistro gemacht und wir mussten uns das alles aneignen. Und das ist schon echt eine Packung. Und vor allen Dingen, wenn man so einen hohen Anspruch daran hat. Ein bisschen einfacher, das ist es so für uns gewesen, weil wir haben das halt so gemacht, wie wir es zu Hause auch machen. Also wir haben ganz, Sauna gehört bei uns schon immer dazu, Bio-Essen gehört sowieso schon immer dazu. Und wir haben das dann jetzt halt nochmal so ein bisschen konsequent ausgeweitet. Es gibt bei uns nur Bio-Handtücher, Bio-Bettwäsche, Bio-Matratzen. Es ist da alles so durchdacht sozusagen. Und trotzdem ist es nicht ganz einfach, diese ganzen Sachen zu bewältigen. Da gehört viel auch Digitales dazu. Also ich hatte immer so gedacht, ich bin einigermaßen so unorganisiert durchs Leben gekommen und muss jetzt feststellen, ich muss jetzt im Alter noch mal ganz gut organisiert und ganz geradlinig noch mal sein, weil Tourismus ist tatsächlich so, das macht man ja nicht. Also wir haben ja keine Pension, die wir zu Hause haben. Ein Zimmer würde man ja gut gemanagt kriegen, sondern wir haben ja ein ganzes Dorf gebaut und wollen ja auch noch mehrere Dörfer bauen. Und das muss halt extrem gut dokumentiert werden. Da gehört halt neben diesen ganzen Faktoren, die wir eben gehört haben, gehört also auch zum Beispiel viel Digitales dazu. Wir haben schon so einige Sachen eingesetzt, müssen da aber noch erheblich viel mehr machen. Also zum Beispiel haben wir ein Problem, dass weil wir das ja noch nicht kannten, meistens ausgebucht sind, und zwar, weil uns die Wochenenden rausgebucht werden und jemand, der eine ganze Woche kommen will, findet dann am Wochenende gar keinen Platz mehr und kann keine ganze Woche kommen. Da müssen wir noch Lösungen finden und müssen uns noch damit auseinandersetzen, wie wir das in Zukunft gestalten wollen. Wir haben auch so ein paar Grundsätze, also ich sag mal, spinnerte Ideen von mir umgesetzt, wo wir jetzt schon dran sind, die wieder so ein bisschen zurückzuschrauben. Also wenn ich im Urlaub war, habe ich immer das Gefühl gehabt, ach du je, um 11 Uhr schon Frühstückende, da waren wir ja noch nicht mal joggen, geschweige denn duschen und sowas alles. Deswegen haben wir gesagt, wir machen Open Frühstück. Das Auschecken fand ich auch immer viel zu früh. Da habe ich dann nur jetzt leider live mitgekriegt, wenn man spät auscheckt, kann man auch erst spät einchecken. Dazwischen muss ja noch ein bisschen was gemacht werden. Also so ein paar Sachen müssen wir noch ein bisschen anpassen. Oder wir haben zum Beispiel unsere Preise das ganze Jahr gleich gelassen, weil mich das immer geärgert hat. Wir haben eine große Familie. Das ist im Sommer, wenn die Familie unterwegs ist, besonders teuer ist. Und wenn irgendwelche Veranstaltungen in der Nähe ist, dass es auch besonders teuer wird. Da haben wir gesagt, das machen wir gleich. Das weiß ich auch nicht, ob wir das noch beibehalten können, weil manchmal ist man halt wirklich so gut gebucht. Das sind so Erfahrungen, die wir noch machen müssen. Aber jetzt so ein bisschen so zu dieser Kreislaufwirtschaft. Also wir haben das wirklich von Anfang an so gemacht. Also ich bin, also das zum Beispiel, das ist unsere Trockentoilette. Also wir haben das zum Teil, deine Punkte, Mila, die du da aufgeführt hast, die treiben wir noch so ein bisschen auf die Spitze. Wir haben ja, ich habe das Kackpulver entwickelt. Und wir haben tatsächlich eine Trockentoilette, die in einem Hotelzimmer funktioniert. Unsere Mitarbeiter waren da erst sehr misstrauisch. Ich habe das mit Selbstversuchen ausprobiert. Also wir haben praktisch eine Trockentoilette, die in einem Hotelzimmer steht und die trotzdem funktioniert. Also die riecht nicht und der ganze Kreislauf funktioniert. Da sparen wir natürlich wahnsinnig viel Wasser
Und letztendlich auch diese Rückführung der Nährstoffe. Ich hatte mal so eine ganz witzige Geschichte gehört über eine Brennerei in Hamburg Anfang des 19. Jahrhunderts, die einen Streik hatten. Und warum hatten sie den Streik? Weil die Mitarbeiter jetzt da auf Toilette gehen mussten und nicht mehr ihre Wertstoffe zu Hause hatten. Und da haben die den allen in Eimer Kacke mitgegeben und dann war der Streik beendet. Also so kann man daran arbeiten. Und wir machen das halt auch noch so. Wir haben auch bei den Wasseraufbereitungen, wir haben also kein Chlor, sondern wir arbeiten mit Salz. Sauna haben wir praktisch nur eine Dusche, weil da reicht ganz wenig Wasser. Ich habe mal gelesen, dass ein normaler Tourist fast 500 Liter Wasser am Tag durchhaut. Also das unterschreiten wir sehr weit und wollen da auch noch weiter dran arbeiten. Es gibt jetzt gerade neue Arbeitsgruppen und Förderungen für solche Ausarbeiten der Sanitärgeschichte. Wobei man sagen muss, was wir da machen, ist zum Teil auch illegal. Also Sanitär und Kreislaufwirtschaft bei Sanitär ist eigentlich verboten. Wir arbeiten aber mit der Uni Eberswalde zusammen und mit Goldeimer. Die haben so die erste Erlaubnis, solche Stoffe aus den Toiletten wieder in einen Kreislauf zu bringen. Das ist ganz absurd. Also es gibt schon erste Felder, die da bearbeitet werden können, wo der Kompost wieder ausgebracht wird und hinterher muss die Ernte aber verbrannt werden. Warum wissen wir auch nicht, aber wir arbeiten da dran und es gibt jeden Tag Verbesserungen, die wir da anbringen und wir lassen uns da nicht vom Weg abbringen. Was ganz wichtig ist, wir machen das irgendwie intuitiv, dieses ganze Programm. Wir machen Konzertveranstaltungen, also das heißt Kultur, wir bieten Wanderungen an, wir vermieten Fahrräder und wir machen das aber auch noch mit so einem gewissen Spaß. Also wir hören auch laut Musik. Und das kommt so ein bisschen daher, dass wir waren ja mal Öko-Freaks und man muss so ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht so dogmatisch wird. Also es muss alles auch so ein bisschen locker rüberkommen. Wir führen vor, dass es gut geht, dass man unheimlich gut schlafen kann und erheben aber nicht den Zeigefinger. Das hier ist zum Beispiel unser zweites Dorf in der Südeifel. Da gibt es zum Beispiel so ein bisschen Probleme. Wir haben ja tatsächlich gesagt, okay, wir machen ein veganes und vegetarisches Bistro. In der Südeifel werden wir da aber tatsächlich so ein bisschen boykottiert von den Örtlichen, obwohl wir da ganz gut angesiedelt sind, weil die kennen ohne Fleisch, kennen die das nicht richtig sozusagen. Also die können sich das nicht vorstellen. Und da machen wir jetzt, bieten wir so ein ganz kleines Angebot an, natürlich in Bio, aber um da so wieder so ein bisschen in die Richtung zu kommen. Und wir werden auch in Zukunft, wir sind gerade dran an einer neuen Speisekarte, so das Vegan so ein bisschen weglassen. Also nicht, also wir machen das vegan, aber wir werden es nicht so vorne anstellen, dass die Küche vegan ist. Das ist ja irgendwie ganz wichtig, um noch mehr Leute mitzunehmen. Ja, hier kann man so ein bisschen so einen Einblick in unsere Hütten haben. Das ist ja auch ganz wichtig bei dem Cradle to Cradle. Wir haben ja, das war natürlich eine gute Voraussetzung, dass wir selber solche Sachen gebaut haben. Wir haben ja so ein Stecksystem entwickelt, das mit diesem Gummiring kennt ihr ja vielleicht. Und dadurch sind halt alle Sachen wieder austauschbar. Und wir könnten da eigentlich eine 100-jährige Garantie drauf geben, weil alle Sachen, also wenn Einzelteile kaputt gehen, kann man die halt austauschen und kann das weiter benutzen. Und hier haben wir halt das ganze Haus, auch das Bad, was da gerade zu ist. Das ganze Bad ist ein Anbau, den wir auch im Stecksystem gebaut haben. Dann haben wir in diese Wand von diesem. Das Haus ist nicht von uns, das haben wir da in der Südeifel, als wir das Gelände gekauft haben, gefunden und haben gesagt, die sind eigentlich noch gut. Die hatten keine Isolierung in dem Sinne drin, sondern nur das Holz. Und deswegen haben wir sie weiterverwendet, haben einen Holzfußboden, haben Holzfaserdämmung unten reingebracht und haben halt Trennwände eingezogen und haben dieses Bad hinten angeflanscht. Da haben wir einfach die Wand aufgesägt und haben dieses Bad auch wieder. So ein bisschen mutig voran. Also es gibt da keine Plastik oder keine Fliesen, sondern das sind einfach Fichte-Dreischichtplatten mit Aurofarben gefärbt. Haben wir auch zu Hause ausprobiert. Alle haben gesagt, mach das nicht. Ich habe gesagt, ich probiere es mal und geht ganz gut mit dem Duschen. Wir haben ja jetzt schon das erste Jahr rum und alles sieht wunderbar aus. Von daher muss man auch immer ein bisschen mutig vorangehen. Wir haben natürlich auch Glück, das sind unsere Sommerhütten hier zum Beispiel. Da ist der Lebensraum, also das hinten ist die Schlafkabine sozusagen. Man schläft geschützt in Holz, auf Latexmatratzen.
mit Fliegengittern, was natürlich klar ist, als alte Camper, solche Sachen haben wir bedacht. Und der Lebensraum ist aber draußen. Das ist eine große Bank, ein Tisch. Und das Dach darüber ist Regen- und Sonnenschutz vor allen Dingen. Und das funktioniert halt sehr gut für die Sommersaison. Wir haben auch eine kleine Heizung eingebaut, weil es soll natürlich auch gemütlich sein. Also wir wissen ja, dass es auch im Juni oder im Mai kalte Tage gibt und nichts ist schlimmer, wenn man im Urlaub ist und es ist nicht gemütlich. Also hier kann man mal reingucken. Das war ja so ein bisschen unser Motto. Die Natur wird zum Hotel. Das heißt, bei uns gibt es wirklich gemachte Betten. Wobei wir natürlich auch ganz konsequent gesagt haben, wir machen nicht täglich Room Service, sondern wenn wir im Hotel sind, kommen wir eine Woche ganz gut ohne Room Service aus. Zu Hause gibt es ja noch viel längere Kreisläufe sozusagen oder Zeiten. Und das machen wir da auch. Also wir machen nicht täglich Room Service, sondern nur noch auf Anforderungen. Dann gibt es so ein paar Sachen dazu. Wir haben ja auch, genau, Kooperation ist ja eigentlich das Zauberwort für uns. Letztendlich sind wir ja, du hattest am Anfang gesagt, Stefanie, raus aus der Nische, aber letztendlich sind wir ja noch Nische. Und da ist Kooperation immer das Zauberwort. Wir arbeiten mit ganz vielen Firmen sozusagen als Kooperationspartner zusammen. Das sind halt unsere Seifenlieferanten wie Sodasan oder so, die wir ausgesucht haben. Und das ist auch zum Beispiel ein Unterschied. Wir kaufen jetzt nicht in der Metro ein. Das ist ja ganz viel im Tourismus so. Da geht man in die Metro und kauft die Sonderangebote, beziehungsweise bei Aldi auch inzwischen. Sondern wir kaufen die Sachen ein, die wir für gut befunden haben, also mit denen wir übereinstimmen. Die machen wir da auch weiter. Ja, und das heißt, wenn wir uns jetzt für eine Tomatensauce von Zwergenwiese entschieden haben, dann gibt es auch die Tomatensauce von Zwergenwiese immer. Und das macht natürlich auch so eine Verlässlichkeit. Ja, und ist auch natürlich interessant für die Kooperationspartner. Und so haben wir halt in allen Bereichen Sachen ausprobiert und ja, sind jetzt noch in so einer Lernphase und müssen jedes Mal, wenn man wieder darüber nachdenkt, den Hut ziehen vor den Leuten, die jeden Tag im Tourismus unterwegs sind. Ich hätte nicht gedacht, was es für ein Aufwand ist, aber letztendlich ist es ja auch eine ganz schöne Geschichte, wenn die Leute da so, ja, es ist fast schon peinlich, wenn die da so glücklich sind. Wir haben natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, dass wir im Grunde genommen das Ganze selber gebaut haben. Das heißt, wenn man bei uns ankommt, dann sieht man eigentlich nichts aus dem normalen Tourismus. Das muss man ja auch nochmal sagen in dieser Cradle-to-Cradle-Geschichte. Das Schlimmste sind ja diese ganzen chinesischen Outdoor-Möbel, die weltweit in allen Hotels stehen und so weiter. Und was natürlich Wegwerfprodukte in dem Sinne sind, wenn die kaputt gehen, das ist ja so ein bisschen dieser Cradle-to-Cradle-Ansatz, dass man die Sachen dann reparieren kann, langlebig sind und auch gut funktionieren. Ja, wie viel Zeit habe ich? Soll ich schon das? Fast Punktlandung. Was? Aber du darfst gern noch abschließen. Dann. Gut, dann schließe ich noch ab. Also, ich kann nur allen empfehlen, in dem Bereich weiterzumachen. Mina, was du auch schon gesagt hast, kleine Schritte sind auch gut. Man muss nicht immer die fetten Sachen machen, wie wir es jetzt da auf die Beine gestellt haben, sondern man kann auch ein bisschen kleiner anfangen. Und ja, und wenn man sich damit auseinandersetzt, früher oder später, also wir sind jetzt ja noch ein bisschen was Besonderes oder Mila, diese Projekte, die du genannt hast, aber ich habe das Gefühl, es dauert nicht mehr lange, dann sehen wir alle so aus. Dann müssen wir neue Alleinstellungsmerkmale finden. Vielleicht bedienen wir dann im Kopfstand die Leute oder irgendwie sowas. Wir lassen uns was einfallen, das ist neu und dass wir dann noch was Besonderes sind. Oder ihr singt nachhaltige Lieder zum Ja, Empfang, genau. beim Ja. In Empfang. dem Sinne freue ich mich, dass ich das mal so ein bisschen vorstellen konnte und freue mich auf die vielen neuen Übungen. Projekte. Ich habe da auch schon ein bisschen mitgeschrieben. Wir waren jetzt gerade letzte Woche im Hotel Luise zum Beispiel in Erlangen. Das ist ja auch so ein Vorzeigeunternehmen. Also es gibt wirklich total spannende Sachen draußen. Und wir probieren das auch gerne aus und tauschen uns auch gerne aus. Das ist auch nochmal so ein Hinweis, wirklich Kooperation. Wir müssen uns zusammentun, wir müssen uns austauschen. Und wir sind keine Konkurrenz, weil wir sind halt der Nische und von daher gibt es da kein Problem mit Zusammenarbeit. In dem Sinne. Vielen Dank.
Holger. Das sage ich immer, das hört sich so ein bisschen hart an, aber Michael Braungart von Cradle to Cradle findet es auch ganz gut. Fuck Sustainability, ne? Wir tun es einfach. Ja, Alles walk the klar. talk, Ja. sage ich mal, ne? Practice what you preach. Oder wie der Schwabe sagt, geschwätzt ist nur lang nicht geschafft. Ja, genau. Wir haben es umgedreht. Genau. Holger, klasse. Auch danke dir vielmals für die Einblicke in Destinature, Destinatur, wie auch immer. Super schöne Location, steht definitiv auf meiner To-Do-Liste und ich hoffe, dass ihr weiter eine super Auslastung fahrt und bin mir auch sicher, dass das Modell Zukunft hat. Weiß nicht, ob ihr schon auf Good Travel gelistet seid oder Book It Different und all diese nachhaltigen Portale, die es ja jetzt gibt, als Pendant zu Booking und Co. gibt es ja jetzt auch schon tatsächlich speziell auf Nachhaltigkeit ja, abzielende OTAs und Booking Engines. Wäre vielleicht auch mal interessant. Ja, wir machen Du schon ein hattest. paar. Good Travel machen wir auf jeden Fall. Aber wir haben, das ist vielleicht noch so ein technischer, das ist eigentlich so ein bisschen sensationell. Also wir haben nur 17% über Booking. Also wir haben eigentlich nur Booking und uns und wir haben nur 17% über Booking. Also Ja, good for you. Dann ja, sparst du genau. dir einen Haufen Geld. Ja, genau. Also Sinnvoll. das ist aber, das kommt so ein bisschen aus der Community sozusagen, die wir natürlich irgendwie pflegen. Und wir haben auch eine ganz hohe Zahl von, wie heißt das, Wiederholungstätern sozusagen, die immer wieder kommen, Stammkunden, ja. was auch ein bisschen schwer ist. Aber wir sind tatsächlich bei einigen alternativen Booking-Plattformen schon drauf. Ja, das ist auf jeden Fall gut, denke ich, um hier auch die zu unterstützen. Da kommen ja jetzt einige gerade aus den Startups raus. Du sagtest noch was anderes, was ich direkt aufgreifen möchte, nämlich Stichwort Kooperation. Und da war oder gab es auch im Chat eine Frage, ob Hotels auch untereinander kooperieren. Und das hattest du ja, Holger, auch so ein bisschen angesprochen. Klar kann man natürlich jetzt mit Kooperationen und als Referenzobjekt und so mal sein Produkt pimpen. Jetzt für euch würde sich super, ich habe die Hängematten gesehen, die Hang anbieten oder auch die wiederbefüllbaren Candles von Denk, glaube ich. Ich will jetzt ja keine Produktwerbung machen, aber wir kennen ja alle die nachhaltigen Produkte auch schon so ein bisschen oder die kleinen Aufstriche von Rettergut, welche aus Speiseresten hergestellt werden, soviel ich weiß, man die aufs Ja, haben wir Buffet auch schon stellt gehabt. morgens. Also da gibt es natürlich mega viele Ansätze mittlerweile. Es gibt auch schon erste nachhaltige nicht Buchungs, Vertriebsplattformen für nachhaltige Produkte. Eins davon Tutaka, wo man ausschließlich nachhaltige Produkte fürs Gastgewerbe findet. Also da wächst jetzt einiges heran, sei es jetzt, ob man es mit Partnerschaften löst oder einfach eben über diese dann einkauft. Hast du hier noch einen heißen Tipp zwecks Einkauf, Holger? Wo findet man diese nachhaltigen Produkte, jetzt mal abgesehen von Tutaka, was ich jetzt schon genannt habe? Na, wir haben halt so ein bisschen Glück wegen der Region. Wir kommen ja aus dem Wendland, ne? Und wir haben ja hier Bolsa Mühle, Baukhof, Völkel und wie sie alle heißen, direkt um die Ecke. Und von denen lassen wir uns natürlich, wir haben Wendenbräu, von denen kommt das Bier, von Völkel kommen die Säfte, von Viva Con Aqua aus Hamburg kommt das Wasser. Und dann ist es natürlich unser regionaler Naturkost-Großhandel, über den wir ganz viel einkaufen. Also wir werden ja wöchentlich beliefert. Wir haben ja im Werk haben wir auch eine Bioküche. Das heißt, da kommen die dann einmal in der Woche und nach Hitzacker und in die Dörfer kommen die dann, werden die ganz normal angeliefert. Und da im Naturkost-Großhandel gibt es ja das volle Programm eigentlich, ne? Ja, gibt Seine also eigentlich gibt es heute alles, ne? Man muss nur auf den entsprechenden Märkten, vielleicht Biofach so als Tipp, Genau, sich Biofach auch ist halt den ganzen. bewegen. Es gibt auch ein paar skurrile Sachen, zum Beispiel den Flammkuchen, den kriegen wir von so einer ganz großen Tiefkühlvertriebsfirma, also Bio-Flammkuchen, die hauptsächlich Fleisch machen und die wussten nicht mal, dass sie Bio-Flammkuchen im Programm haben. Also das haben wir dann erst, Das weil ich habe ist die auf der genial. Biofach gesehen, dann haben wir nach dem regionalen Großhändler, weil es ist ja Frostware, das muss immer so ein bisschen, und dann war der bei uns und ich gesagt, nee, das ist nicht Bio. Und dann habe ich dann nachgefragt, die liefern nur Bio an die, aber die machen sonst halt nur Fleisch und über die kriegen wir jetzt halt den Bio-Flammkuchen.
Also Ja, man muss guck. da halt mal ein bisschen gucken. Manchmal ist es auch nicht so einfach, aber der Vertrieb wird auch immer besser mit diesen Paketen. Also auch selbst für TK-Ware oder gekühlte Ware wird jetzt auch in den Postpaketen schon verschickt. Wir arbeiten da mit der DHL zusammen und ja. Genau, vielleicht noch so ein paar Punkte zu dem Müllrecycling. Wir haben große Stationen bei uns in den Dörfern stehen mit dem Reuse-Recycle sozusagen. Und da sind große Klappen und da sind 7 verschiedene Möglichkeiten, seinen Müll zu entsorgen. Klappt nicht immer, aber obwohl es in 7 Sprachen dran steht. Aber im Großen und Ganzen. Und es gibt da auch die Möglichkeiten, also wir kaufen zum Beispiel den Wein, kaufen wir nicht über den Großhändler, sondern direkt von einem anderen Riegel, das ist so der europaweit größte Bio-Weinversender und da gehen wir natürlich auch auf Pfandflaschen. Also es gibt überall Möglichkeiten, da so ein bisschen Einfluss zu nehmen. Denke ich auch. Also das ist auch bei uns natürlich schon sehr viel besser alles organisiert. Hier in Deutschland, wenngleich es auch noch die Recycling-Lüge irgendwo Ja, da denken Sie ja. im Background rumschwirrt, leider. Aber es ist durchaus schon sehr gut organisiert. Wir trennen viele Sorten, also da passiert schon ganz viel. Was ich vielleicht auch noch in die Runde mitgeben möchte, wir haben ja viele Destinationen hier heute. Was man auch an vielerorts schon sieht und ganz gut funktioniert, sind diese Büchertauschschränke, finde ich immer ganz witzig. Oder auch jetzt das Upgrade sozusagen dazu wäre die sogenannte Giftbox. Also einfach mal googeln, wenn es interessiert, Giftbox, und dann kann man sich da mal ein Bild von machen. Das ist auch so eine Art Tauschecke in einer Gemeinde, die kann meinetwegen auch in der Touristinfo platziert werden. Im Rathaus oder ich weiß nicht wo, kann man auch im Betrieb natürlich installieren, um dort sozusagen die Tauschgeschichten so ein bisschen zu beleben und weg von der Wegwerfgesellschaft zu sensibilisieren. Denn nicht jeder hat Lust und Bock auf Flohmärkte seinen Keller auszuräumen, sondern braucht man vielleicht auch mal einfach eine Anlaufstelle, wo man seine Sachen auch reinstellen kann. Genau, also das nochmal so als kleiner Tipp. Früher hieß das auch Sparsamkeit natürlich, ne? Du hast gesagt, Holger, er macht das schon seit, keine Ahnung, x Jahren in dritter, vierter Generation. Die Omas von uns und Uromas haben auch schon geupcycelt, denke ich, und Sicher. aus T-Shirts die Putzlumpen zusammengeschneidert. Nur da hieß es halt nicht Upcycling, sondern da hieß es halt einfach Sparsamkeit oder Wiederverwendung. Insofern ist jetzt auch kein neues, großartiges Konzept, nur wir sind so ein bisschen als Gesellschaft abgedriftet in diese Wegwerfgesellschaft durch die billige Plastikherstellung und all das. Und sicher auch wegen der gesellschaftlichen Verschiebung, Single-Haushalte und so weiter. Aber da müssen wir schon wieder zurück, auf jeden Fall in Richtung Sparsamkeit und Wiederverwertung. Also danke jedenfalls für all die vielen Impulse. Ich möchte jetzt mal gern das Wort in die Runde geben, ob es denn hier Wortmeldungen gibt, gerne auch Ergänzungen von Ihnen. Lieber Schwarm hier heute, vielleicht haben Sie ja noch den einen oder anderen guten Tipp für die Runde. Wortmeldung, Fragen an die Referentinnen oder auch ja, Hinweise, Ergänzungen. Also gerne jetzt mal das Wort an Sie gerichtet, per Handmeldung oder auch die Vivian kann mal vielleicht im Chat gucken, ob es da noch was gab. Und dann gerne jetzt auch die Question and Answer Session nutzen für die Camilla oder den Holger direkt. Da gab es vorher schon im Chat an dich, Camilla, gerichtet, von der Laura Schmidt aus dem Allgäu. Gibt es auch Good Practice-Beispiele von Zusammenarbeit zwischen Hotels, also C2C nicht nur innerhalb eines einzelnen Hotels? Persönlich kenne noch keine, aber wie Holger meinte, also die ganzen neuen Zukunftsorte, die jetzt entstehen, oder nicht nur Zukunftsorte, die neuen Arten von Unterkünften, die bringen das automatisch mit und kooperieren miteinander, weil sie sehen, wie viele Synergien da einfach genutzt werden. Aber ich habe jetzt keinen Best Practice, ganz konkret. Da könntest du, Vivian, vielleicht auch noch kurz was zur Exin sagen. Das ist ja im Endeffekt auch schon so eine Art Plattform, Austausch, Plattform, Kooperationsmöglichkeit für nachhaltige Reiseziele. Möchtest du vielleicht hier kurz die Info mal in die Runde geben, Vivian? Kurz ein bisschen Werbung machen. Kurz ein bisschen Eigenwerbung. Jetzt, Achtung, jetzt kommt der Ja, Werbeblock. genau. Werbeblock.
Also die ein oder anderen kennen bestimmt schon die Exzellenzinitiative Nachhaltige Reiseziele, ein Zusammenschluss von mittlerweile 21 Destinationen aus ganz Deutschland, eben mit dem Ziel, gemeinsam Projekte, nachhaltige Projekte anzustoßen, um immer in der Nachhaltigkeit voranzukommen. Also es geht viel um den Austausch zwischen den Destinationen, aber auch jetzt bei der Koordinationsstelle, der Geschäftsstelle, dass die immer wieder Impulse reinwirft, dass man interne Austauschveranstaltungen zu Themen einwirft oder durchführt, die gerade interessant sind. Wir hatten schon Thema Richtung Leitungswasser, Themen viel mit Klimaschutz. Also bei uns ist gerade Klimawandel, Tourismus das aktuelle Thema. Also wird hierbei viel zusammengearbeitet und viel auch Austausch gemacht. Und einmal im Jahr gibt es dann auch ein Netzwerktreffen in einer Destination. Also falls da Interesse besteht, tue ich nachher auch mal kurz den Link in den Chat stellen. Sehr gut. Genau, sehr gut, vielen Dank, Vivian, auch dir. Jetzt haben wir eine Wortmeldung von Justus. Justus, gerne. Ja, vielen Dank. Und zwar einmal eine Frage an Holger. Es ist ja alles aus Holz produziert in dem Betrieb, in dem ihr ja, wirtschaftet. Vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber wo bezieht ihr denn das Holz her? Ist das auch regional und aus einer bestimmten Forstwirtschaft? Und was macht ihr, wenn ein Bett oder was Ähnliches kaputt geht? Was macht ihr dann mit den, ja, Bruchsachen, die ihr jetzt nicht weiter verwenden könnt? Ja, also das meiste ist Raubholz, ne? Nein. Also wir sind da auch total ungewöhnlich und konsequent. Also wir kaufen eigentlich unser ganzes Holz beim Hersteller ein. Also normalerweise gibt es ja einen weltweiten Holzhandel sozusagen und da kaufst du eigentlich die Sachen, die ganzen Tischlereien und so, die kaufen das beim Großhandel und die kriegen halt irgendwas geliefert, was der gerade da hat. Also wir kaufen tatsächlich unsere Ware bei den Herstellern ein. Wir kennen die auch, wir sind bei denen gewesen, kaufen auch nur LKW-weise ein. Das heißt, da gibt es keine Hin- und Her-Transportiererei und Abladen, sondern die werden hier abgeladen. Und also zum Beispiel das Fichtenholz, das kommt aus dem Hunsrück. Mit denen arbeiten wir da schon länger zusammen. Das MDF kommt hier aus der, was wir so im normalen Bereich einsetzen, kommt hier aus der Region. Und ja. Und bei den Sachen, die kaputt gehen, das ist ja immer so, unsere Produkte bestehen ja aus, was weiß ich, 5 oder 10 Teilen. Und dann geht ja nicht, es gehen ja nicht 5 oder 10 Teile kaputt, sondern es geht eins kaputt. Und dieses eine Teil kann man dann wieder nachmachen. Und aus dem anderen Teil kann man dann, wenn es groß genug ist, noch andere Sachen draus machen. Oder sie werden dann halt thermisch verwertet. Also wir haben zum Beispiel hier eine Heizanlage seit 20 Jahren, die nicht qualmt irgendwie, die schon so gut gewesen ist mit den entsprechenden Nachrüstungssachen und haben hier so eine 400 kW Heizanlage und da ist das, wird das dann auch nochmal verarbeitet. Und die Asche wird dann hinterher nochmal eingesetzt, weil es ja eine reine Holzasche ist. Das ist ja ein guter Mineralienanteil für Kompost und so weiter. Ja, es ist einfach so. Wir haben das tatsächlich schon immer so gemacht. Also ich bin zum Beispiel Besitzer von 3.500 ausgewaschenen Gläsern und fühle mich damit reich irgendwie. Ich weiß auch nicht, was wir da reinmachen. Wir kriegen nicht so viele Marmeladen fertig im Jahr, aber irgendwie kann ich sie nicht wegtun. Doch mein Candlelight-Event. Ja. Ja, wenn wir irgendwelche Gläserabnehmer hier haben, also gern bei Holger direkt melden. Naja, ansonsten. Holger, du wirst auf jeden Fall der reichste Mann der Welt. Du baust eine Ressourcenbank auf, Ja, ne? genau. Das denke ich auch. Ich habe jetzt gedacht, der Glaspreis ist ja jetzt gestiegen irgendwie. Es müsste eigentlich jetzt mal sein, dass es losgeht. Aber naja, wir machen es trotzdem. Den Gläsern kann man bauen. Ich sage nur Earthships. Ja, genau, habe ich auch schon gesehen. Ja. Gut, dann, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr aus der Runde sind, würde ich den Holger noch kurz eine zuwerfen und dann geht es angesichts der Zeit auch schon in den Endspurt. Holger, wer sind denn eure Gäste so? Sind es die klassischen Neo-Ökos aus den 70ern, sage ich jetzt mal salopp? Oder sind es die jungen Klimaaktivisten oder beide? Oder was gibt es hier? Die Lohas, die Life of Health and Sustainable People? Ja. Oder wer kommt denn da in eure Bubble? Ja, das war auch total überraschend so, ne? Also das haben die uns ja immer gefragt, für wen das da ist. Wir haben ja auch mal am Anfang eine Machbarkeitsstudie gemacht, aus der ist dann rausgekommen, dass es dafür keinen Bedarf gibt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir die Machbarkeitsstudie zur Seite gelegt, haben die nicht mehr beachtet und haben trotzdem weitergemacht.
Also wir haben eine total breite Mischung. Also wir haben wirklich ganz junge Leute, wir haben ganz viele Familien, aber wir haben auch 80-Jährige, wir haben auch schon 80-Jährige Geburtstage gemacht. Oder ich habe ja so ein, wie heißt das da, einen Podcast gemacht, genau mit einer 84-jährigen Bloggerin. Die hat auch bei uns im Dorf übernachtet ein paar Nächte. Die war total zufrieden, da alleine in so einer Holzhütte und vom Bett und sowas alles. Also es ist wirklich eine breite Mischung. Was ganz gut ist, dass wir alle Leute haben, die da drauf Bock haben, sozusagen. Also wir haben jetzt so von wegen Unsauberkeit und Diebstahl und solche ganzen Geschichten haben wir relativ kleine Probleme. Also wir sind da nicht ganz zufrieden. Okay. Bunte Mischung. Und die Mischung. Ja, also auch. Also auch mal denjenigen motivieren, der noch nicht ganz im Thema steht. Also da hast du alles da vor Ja, Ort. Das ist gut. Radfahrer, die auf dem Rennrad irgendwie gerade 300 Kilometer gefahren oder 200 Kilometer gefahren sind, die ankommen, das irgendwo gebucht haben und dann denken, das kann nicht wahr sein. Jetzt gibt es hier eine Sauna, einen Hot-Tub und dann gibt es auch noch Nudeln mit Tomatensauce, kann nicht wahr sein, ja. Also die sind dann total überrascht und freuen sich natürlich. Also Ja. das kommt Ist natürlich ja auch auch. cool, ne? Weil wir wollen ja auch die noch nicht in der Blase sind, motivieren durch Nudging und mitnehmen und so ein bisschen anträgern. Und gerade im Urlaub ist man ja auch immer so ein bisschen offener wie sonst, um sich mal was Neues reinzuziehen. Also das ist eigentlich eine coole Mischung. Was macht denn der berühmte Attitude-Behavior Gap? Also, dass die Leute bei den Online-Umfragen immer nachhaltig reisen wollen, alle, da klicken sie mal auf Ja. Und in der Realität buchen sie dann doch über den Preis. Ist das bei euch ein Thema? Was habt ihr denn für eine Auslastung oder was gibt es denn hier zu erzählen? Ja, also das Problem kenne ich natürlich auch, ne? Also das betrifft uns alle, da brauchen wir uns nichts vormachen. Also das fängt ja schon bei den Mitarbeitern an, ne? Also letztendlich, wir machen hier zwar eine Bio-Küche, aber letztendlich machen da halt nur ein kleiner Teil mit. So, und zu Hause kochen, da gibt es dann nochmal eine Handvoll von 150, die zu Hause auch Bio kochen. Das ist halt so. Aber da muss man sich nicht, ne? Wir machen das aus Überzeugung und machen wir es einfach. Und wenn manche Leute mitkommen oder wie gesagt, es fängt ja mit kleinen Schritten an. Erste Bio-Äpfel gekauft, erstes Bio-Brot gekauft und so geht es weiter. Dann merkt man auch, wie gut das schmeckt. Also, aber wir sind insgesamt gut gebucht. Also, wir haben, glaube ich, eine relative große also wir können ganz viele Buchungen nicht erfüllen. Das merkt man immer wieder, wenn wir auf Messen sind, wie viele Leute es versucht haben und dann nicht rankommen. Und also wir können da schon eine andere Größe abdecken, sozusagen. Und wir haben natürlich auch jetzt nicht so ein Problem. Also wir werden dann eher mal über Preis gebucht, sozusagen, weil wir haben ja nicht so ein teures Preisgefüge. Ich sage immer, teuer und Bio ist keine Kunst. Also, ne, sondern oder nachhaltig. Da gibt es ja ganz viele Chalets da in den Schweizer Bergen, die extrem teuer sind. Und da ist natürlich keine Kunst. Aber wir sagen mal, es muss auch für alle bezahlbar sein. Also bei uns kostet zum Beispiel eine Flasche Bio-Wein im Restaurant 13 Euro. Also von daher, und Nudeln mit Tomatensauce, Arrabbiata und Parmesankäse kostet irgendwie 5,90. Ja, also solche Sachen gibt es noch und das wollen wir auch beibehalten. Beim Buchen geht es ja bei uns ab 20 Euro, glaube ich, los pro Person. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir das alles so einhalten können. Wir schließen nicht wegen der 19%, wollte ich nur nochmal sagen. Also weil wir haben ja die 19% geschenkt gekriegt. Also ich meine die 7%, also die 12% zwischendrin. Also ich meine. Also man muss das kann es ja auch mal umdrehen. Man kann sich ja freuen, dass man jetzt die ganze Zeit 12% geschenkt gekriegt hat und jetzt ist wieder normal. Also Genau, sind wir wieder bei Glas voll oder halb leer genau. Thematik. Wir machen trotzdem weiter. Wir lassen uns ja nicht vom Weg Das abbringen. ist gut. Also Regina, gut, Holger, vielen Dank auf jeden Fall für die tolle Präsentation, auch an dich. Wir schließen jetzt mal die Fragerunde hier sozusagen ab und hoffen, dass wir hier große Motivation geweckt haben, bei dem einen oder anderen sich hier auch auf den Weg zu machen. Das wäre jetzt noch im Programm die Ankündigung des nächsten Webseminars. Da möchte ich Sie noch mal kurz darauf hinweisen. Wir werden am 5.12. über SDG 8 sprechen. Gute Arbeit für alle. Mit Stefanie Christ von der DEHOGA Beratung und Lukas Freitag von Fairway. Und
Es geht bei Faraway um ein schönes Best Practice, wie man quasi die Brücke schlägt, Einheimische, also Locals, als verlängerten Arm der eigenen Crew eines Reiseveranstalters zu integrieren. Also sehr spannend. Infos und Anmeldung gerne jetzt dann im Chat. Die Vivian stellt euch den Link ein. Und für all jene, die nun natürlich noch wissen wollen, was ist denn jetzt dieser Fairwärtswettbewerb, in welchen ja diese Bildungsmodule hier eingebettet sind. Kurz den Überblick zu den wichtigsten Fakten zum Abschluss. Es können sich alle Reiseveranstalter, Beherbergungsbetriebe und Destinationen mit Sitz in Deutschland zum Wettbewerb ab sofort anmelden. Der Check-in ist also sozusagen geöffnet. Einreichen können Sie sogenannte Good Practices mit den vier Themenschwerpunkten: gute Arbeit für alle, Circular Economy, das war ja heute das Thema, Klimaresilienz und Guest Involvement. Und das Fairwärts-Projekt wird von KT Umwelt und Entwicklung e.V. in Partnerschaft mit der TourCert GmbH durchgeführt und gefördert vom Engagement global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, auch genannt BMZ. Wenn es im Nachgang noch Fragen zu Fairwärts speziell gibt, wenden Sie sich gerne an meine Kollegin Vivian Multrus, die dieses Projekt auch aktiv betreut. Und jetzt verbleibt es mir, Ihnen für Ihr Interesse und die Teilnahme zu danken und Sie an den, ja, bald an den Mittagstisch zu entlassen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank nochmal an alle Mitwirkenden und unsererseits dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, nämlich dem 5.12. zum neuen Thema. Auf Wiedersehen aus Stuttgart und noch eine schöne Woche für Sie alle.